Ich habe eine absurde Menge an Zeit investiert, um Minecraft so atemberaubend schön wie möglich zu machen. Und in diesem Video werde ich euch von A bis Z zeigen, was alles möglich ist. Egal, ob du nur selten Minecraft spielst und nichts weiter möchtest, als dass dein Spiel flüssiger läuft, oder ob du ein echter Minecraft-Experte auf der Suche nach neuen Herausforderungen bist. Nach diesem Video wird jeder einzelne von euch garantiert mehr Spaß am Spiel haben. Als erstes richten wir zusammen die Grundlagen ein und das ist nicht unbedingt das Spannendste. Aber ohne diese Schritte läuft nichts, deswegen lasst uns das zusammen kurz machen. Am Anfang müsst ihr einmal die normale Minecraft-Version starten, auf der ihr gleich eure Mods installieren wollt, damit alle nötigen Dateien da sind. Wenn ihr hier oben auf Installationen klickt, könnt ihr jede beliebige Minecraft-Version auswählen. Ich empfehle euch sehr stark die 1.20.1, denn hier gibt es die größte Auswahl an Mods für moderne Minecraft-Versionen. Nachdem das einmal gestartet ist, schließt ihr alles wieder und geht auf die Seite fabricmc.net. Hier klickt ihr einmal auf den großen Download-Button und ladet euch den Installer runter. Oder eben die JAR-Datei, wenn ihr kein Windows habt. Das müsst ihr jetzt doppelklicken, die Version auswählen, die ihr gerade gestartet habt. Und nachdem ihr auf Installieren klickt, habt ihr schon einen funktionierenden Modloader. Als nächstes müsst ihr in der Suchleiste hier unten %appdata % eingeben und Enter klicken. Dann seht ihr hier einen Punkt Minecraft Ordner. Den müsst ihr rechts klicken und an Schnellzugriff anheften. Auf Mac müsst ihr Command, Shift und G zusammendrücken und dann das hier eingeben. Wir sind so gut wie fertig mit der Vorbereitung. Als letzten Schritt geht ihr in den Minecraft Launcher, klickt auf Installation und erstellt eine neue, die dann unser Modpack wird. Hier wählt ihr eure Fabric Version aus, die ihr gerade installiert habt. Ihr könnt einfach Fabric suchen und dann sollte das hier schon kommen. Und als Speicherort geht ihr hier links auf den angepinnten Minecraft-Ordner, dann auf Versions und hier könnt ihr einen neuen Ordner erstellen. Den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und als letztes könnt ihr, indem ihr diese Zahl ändert, noch den RAM erhöhen, den Minecraft benutzen darf, wenn euer Gerät das zulässt. Ihr solltet aber nicht mehr als ein Drittel von eurem gesamten RAM nehmen. Jetzt könnt ihr das Ganze einmal starten und gucken, ob es funktioniert. Wenn hier unten etwas mit Fabric steht, hat das geklappt. Und es wird jetzt Zeit, die ersten Mods zu installieren, die erstmal nur dafür sorgen, dass euer Spiel deutlich besser läuft. Wenn ihr hier im Launcher auf das Symbol neben eurer Installation klickt, findet ihr einen Ordner für Mods, Resource Packs und alles weitere. Der Ordner für Shader scheint standardmäßig nicht da zu sein, denn erstellt ihr eben einen neuen Ordner und nennt den Shader Packs. Genauso geschrieben, nicht groß und hier werden dann eure Shader reinkommen. Ganz wichtig, alles in diesem Ordner bezieht sich nur auf dieses Modpack. Ihr könnt also immer noch andere Versionen mit ihren eigenen Mods starten. Zum Beispiel, wenn ihr auf einen älteren Server spielen wollt. Das erste, was also da reinkommt, ist eine Menge Mods, die nichts weiter tun, als verschiedene Aspekte von Minecraft flüssiger zu machen. Hier habe ich euch alle in der Beschreibung verlinkt. Nachdem ihr alle Mods in den Mods-Ordner gepackt habt, könnt ihr auf meinen Discord-Server kommen. Den habe ich auch verlinkt. Und im Channel Mods findet ihr eine Datei namens Mod-Config. Wenn ihr das heruntergeladen habt, erstellt ihr hier einen neuen Ordner namens config, genauso geschrieben, auch nicht groß. Geht dann einmal auf Downloads, kopiert das Ganze hier mit Steuerung C, geht wieder zurück in den Config-Ordner und fügt das hier ein mit Steuerung V. Dann könnt ihr hier einmal rechts klicken und hier extrahieren. Hier sollten jetzt eine ganze Menge Dateien sein und schon habt ihr die optimalen Einstellungen für diese und alle weiteren Mods, die ich euch zeigen werde. Den RAR-Ordner könnt ihr jetzt einfach löschen. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Hier sind meiner Meinung nach die besten Mods für Minecraft überhaupt. Distant Horizons macht diese atemberaubende Render Distance möglich. Bitte bedenkt, dass somit nicht alle Shader funktionieren und ohne Shader sieht das Ganze deutlich schlechter aus. Aber immer noch ziemlich beeindruckend. Iris lässt euch Shader benutzen, ein absolutes Muss. Tectonic, die perfekte Ergänzung für Distant Horizons. Normalerweise wirkt eine so hohe Render Distance viel zu extrem. Aber Tectonic macht das ganze Land viel offener. Ihr habt größere Berge, größere Klippen, viel größere Täler. Es ist einfach alles viel offener. Und das Erkunden macht einfach richtig Spaß. Hybrid Aquatic fügt eine Menge Unterwassertiere hinzu. So wird sich der Ozean auf jeden Fall nie wieder leer anfühlen. Abseil fügt ein Seil hinzu, mit dem ihr Klippen herunterklettern könnt. Ihr müsst einfach so einen Tripwire-Hook hier anbringen und das Seil hier durchmachen. Super cool, vor allem im Nether. Holy! Oh mein... Was? Ist ja der absolute Wahnsinn. Oh!
Additional Structures. Füg kleine Strukturen hinzu. Ein kleines Boot oder so ein treibendes Holz. Auf jeden Fall nichts so Extremes. Advancement Plaques. Zeigt deutlich schön an, wenn ihr ein Advancement bekommt. Adventure Z. Fügt eine Menge richtig cooler Monster hinzu, die ihr irgendwo in der Welt finden und bekämpfen könnt. Ich will mich nicht spoilern lassen, ich werde die ganzen Mods nämlich in meinem neuen Projekt spielen, aber damit wird einem auf jeden Fall nicht langweilig. Void Sea. Ein Add-on, was mehr Content zu Adventure Sea hinzufügt. Amendments. Fügt ein paar coole Funktionen zu Minecraft-Blöcken hinzu. Artifacts. Verschiedene Artefakte, die ihr in der Welt finden könnt, motiviert einen, die Welt zu erkunden. Automobility. Fügt coole Fahrzeuge hinzu, die man in-game auch benutzen kann. Awesome Dungeons Ocean. Fügt Piratenschiffe hinzu. Und eine Menge weitere Wasserstrukturen. Ad Astra. Eine scheinbar super coole Weltraummod. Ich habe sie noch nicht getestet, aber ich freue mich riesig darauf. Axolotl Buckets. Zeigt euch visuell an, welches Axolotl ihr hochgehoben hat. Banner Bad Sheets. Ziemlich selbsterklärend. Man kann Banner auf Betten platzieren. Beaver Mod. Fügt kleine süße Biber hinzu. Sie fällen Bäume, bauen ihre eigenen Dämme. Better F3. Euer F3 Screen sieht jetzt so aus. Zumindest wenn ihr euch die Config-Dateien aus meinem Discord-Server runtergeladen habt. Better Ladders Mod. Ihr könnt Leitern jetzt einfach so platzieren. Sie müssen nicht mehr in einem Block hängen. Nehmt aber die Version ohne das 3D-Modell. Da gibt es nämlich coolere Alternativen. Das sage ich euch gleich noch. Better Third Person. Wenn ihr in F5 seid, könnt ihr euch jetzt einmal frei um euren Körper rumbewegen. Boids. Fische verhalten sich jetzt viel mehr so wie im echten Leben. Sie schwimmen nicht mit ziellos umher, sondern bilden einen richtigen Schwarm. Birds. Ein Add-on für Boids, das Vögel hinzufügt. Wir fliegen ganz hoch herum und fügen einfach ein schönes bisschen Ambience hinzu. Bobby. Ihr könnt eure Render Distance höher als 32 machen. Aber wenn ihr Distant Horizons benutzt, ist das eigentlich nicht so wichtig. Brainier Bees. Bienen sind jetzt viel weniger lost. Sie halten sich in der Nähe von ihrem Nest auf und fliegen nicht mehr in absolut komische Stellen. Blissful Butterflies. Schmetterlinge. Und sogar ein Netz, mit dem man sie fangen kann. Cam Rapture. Ihr könnt jetzt Fotos machen. Camera Utils. Ihr könnt viele Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Entfernung von eurer F5-Perspektive oder einen zweiten F5-Modus, den ich mir zum Beispiel auf F6 gelegt habe, mit dem ihr einfach so ein bisschen eine andere Perspektive habt. Carry On. Ihr könnt jetzt einen einzelnen Block hochheben. Cave Dust. Kleine Partikel, wenn ihr in Höhlen seid. Cherished Worlds. Ihr könnt eure wichtigsten Welten mit einem Stern versehen, dann kann man sie nicht mehr löschen und sie sind immer ganz oben. Chunky. Ihr könnt schon mal Chunks vorgenerieren. Wenn ihr zum Beispiel gerade weg seid und wisst, dass ihr gleich erkunden geht, könnt ihr vielleicht einen Radius von 1000 Blöcken setzen und /Chunky Start drücken. Clumps. Bündelt viele kleine XP-Partikel zu einem großen zusammen. Vor allem, wenn ihr irgendwelche Farms baut, verursacht das so deutlich weniger Lags. Mod Menu. Lässt euch die Einstellung von Mods im Game bearbeiten. Controlling. Gibt euch die Möglichkeit, noch weitere Mods im Game zu bearbeiten, bei denen es sonst nicht möglich wäre. Animatica. Macht an sich nichts, aber gibt anderen Mods die Möglichkeit, etwas zu animieren. Continuity. Sorgt zum Beispiel für verbundene Glastexturen. Autocrafter Early. Fügt den Crafter auch schon in früheren Versionen hinzu. Wolfport. Fügt Wolfsvarianten auch schon in früheren Versionen hinzu. Dark Waters. Wenn es anfängt zu gewittern, könnt ihr in den Tiefen des Meeres furchterregende Kreaturen entdecken. Aber das müsst ihr schon selbst entdecken. Deeper Darker. Fügt eine neue Dimension hinter dem Ancient City Portal hinzu. Das werde ich aber auch alles noch in Survival erkunden. Debugify. Fixt eine Menge Bugs. Diagonal Fences. Ihr könnt Zäune jetzt auch so verbinden. Wobei ich gerade merke, das sieht etwas komisch mit dieser Shader-Einstellung aus. Ich habe nämlich interaktive Pflanzen an und anscheinend gilt der Zaun jetzt als Pflanze, aber okay. Display Case. Eine super simple Mod, die ein Item hinzufügt. Und hier könnt ihr zum Beispiel eure Artefakte zur Schau stellen. Double Doors. Lässt sich zwei Türen auf einmal öffnen. Gilt übrigens auch für gemoddete Türen. Duckling. Kleine süße Enten spawnen jetzt in Flüssen. Dungeons Now Loading. Fügt eine neue Labyrinthstruktur hinzu, die ihr erkunden könnt. Ich freue mich richtig darauf, das alles im Survival zu testen. Dynamic FPS. Wenn ihr Minecraft im Hintergrund aufhabt, zum Beispiel um eine Farm laufen zu lassen, arbeitet euer PC nicht mehr auf Hochtouren. Easy Anvils und Easy Magic. Machen Ambusse und Verzaubertische besser. Eating Animation. Ihr esst euer Essen jetzt tatsächlich.
Just a Baguette. Fügt einfach nur ein Baguette hinzu. Ich fand's irgendwie lustig. Emotecraft. Fügt Emotes hinzu. Entity Model Features und Entity Texture Features geben anderen Mods die Möglichkeit, coole Animationen zu machen. Euphoria Patches. Fügt den Shader hinzu, den ich gerade benutze. Die Einstellung dafür findet ihr auch auf meinem Discord-Server. Explorer's Compass. Fügt einen Kompass hinzu, mit dem man im Survival jede Struktur finden kann. Nature's Compass. Fügt einen Kompass hinzu, mit dem man jedes Biom finden kann. Falling Leaves. Absolut wunderschön. Villager Names. Fügt random Namen zu Villagern hinzu. Man kann übrigens auch seinen eigenen Namen einfügen. Aber kommt bitte nicht auf die Idee, Skibidi Meister 69 einzutragen oder sowas. Haben wir uns verstanden? Findet ihr auch, ich sehe gut mit zwei Hüten aus? First Person. Ihr könnt jetzt eure Beine sehen. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich feiere es irgendwie. Könnt ihr übrigens auch jederzeit mit einem Hotkey ein- und ausschalten. Fishing Reel. Wenn ihr jetzt angelt, zieht ihr einen echten Fisch raus und kein Fisch-Item. Paart sich gut mit einem Eimer. Dann könnt ihr den Fisch nämlich direkt rechtsklicken und in den Eimer packen. Funktioniert aber nicht mit gemoddeten Fischen. Da kam einfach nur das Item raus. Gamma Utils. Gebt euch die Option Gamma hochzustellen, was aber nicht mit Shader funktioniert. Und die Option Night Vision anzuschalten, was mit Shadern geht. Grizzly Bear. Fügt Grizzly Bären hinzu. Mutter mit Kind greift einen übrigens an. Das war knapp. Hamsters. Fügt kleine süße Hamster hinzu. Oh, das war's mit dem Laufrad. Das schläft doch nur, oder? Ja, das hat sich bewegt. Handcrafted. Lässt euch wunderschöne Dekorationen machen. Ambient Sounds. Sorgt für diese ganzen wundervollen Waldgeräusche. Horse and Boat. Lässt euch Pferde in einem Boot mitnehmen. Wakes. Sorgt für diese wunderschönen Splash-Effekte, wenn ich Boot fahre. Particular. Sorgt für die anderen Splash-Effekte, wenn etwas ins Wasser fällt. Funktioniert übrigens auch mit Items. Und je größer die Sache, desto größer der Splash. Oh, noch ein paar Enten. Die sind echt süß, das feiere ich richtig. Visuality. Sorgt für die Regeneffekte. Und ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel diese kleinen Knochen, wenn man Skelette schlägt. Particle Rain. Macht Wetter einfach viel schöner. Und in der Wüste sieht man jetzt auch ein bisschen Sandsturm. Spawn Animations. Mobs kommen jetzt aus dem Boden, statt einfach nur random aufzutauchen. Wieso brennt der und der nicht? Da gibt irgendwie keinen Sinn. Der brennt jetzt auch. Ich dachte, im Regen brennen die nicht. Immersive Aircraft. Fügt kleine Flugzeuge im Vanilla-Style hinzu. Davon lasse ich mich aber auch wieder erst in Survival überraschen. Immersive Structures. Fügt kleine Strukturen hinzu. Towers of the Wild modded. Fügt solche coolen Türme hinzu. Und es ist gar nicht so leicht, die in Survival zu besteigen. More Structures. Fügt noch mehr coole Strukturen hinzu. Es geht Leonie. Es geht Barney. Ich feiere Villager Names so sehr. Towns and Towers. Fügt noch weitere Dorfstrukturen und Pillager-Strukturen hinzu. Zum Beispiel so ein verlassenes Dorf, wobei es noch sehr viel cooleres zu entdecken gibt. Spawn Structures. Wenn ihr viele Strukturmods installiert, spawnen die vielleicht viel zu viele Strukturen. Und mit Spawn Structures könnt ihr die einfach weit auseinander machen. Just Outdoor Stuffs. Fügt süße Gartendekorationen hinzu. Keeps Battle Towers. Fügt diese coolen Battle Tower hinzu. Davon will ich mich aber auch noch nicht spoilern lassen. Krypton. Ein weiterer Performance Mod. Lazy DFU. Auch ein Performance Mod. Leaves Be Gone. Nachdem ihr einen Baum abgebaut habt, dauert es keine 5 Minuten mehr, sondern nur noch 30 Sekunden, bis die Blätter weg sind. Lovely Snails. Fügt diese kleinen Schnecken hinzu. Markov's Bridges. Lässt einen coole Brücken bauen. Markov's Doors. Fügt eine Menge richtig cooler Türen hinzu. Memory Leak Fix. Ein weiterer Performance Mod. Moogs End Structures. Fügt kleine Strukturen im End hinzu. Moogs Nether Structures. Fügt kleine Strukturen im Nether hinzu. Model Fix. Entfernt die kleinen Pixelfehler in Itemmodellen. Mouse Wheelie. Lässt einen durch kleine Scrollbewegungen Items hin und her schieben. Und man kann sein Inventar mit einem Klick sortieren. Naturalist. Ohne Frage einer der besten Tiermods überhaupt. Wildlife. Ein weiterer cooler Tiermod. Nether Depths Upgrade. Fügt einen neuen Effekt namens Lava Vision hinzu, mit dem man jetzt eine ganze Menge neues Leben entdecken kann. Solltet ihr auf jeden Fall nur mit Feuerresistenz machen. Nifty Cards. Fügt solche coolen Karren hinzu, die man an Pferde dran machen kann. Man kann dann solche Blöcke drin transportieren oder sich sogar selbst draufsetzen. Setzt natürlich voraus, dass man Freunde hat und einer das Ding steuert. Essential.
Gib deinen Freunden komplett kostenlos die Möglichkeit, deine Welt zu betreten. No Chat Reports. Entferne Chat Reports aus dem Spiel. No Resource Pack Warnings. Macht Resource Packs zu installieren wesentlich angenehmer. No Telemetry. Für den Datenschutz. Not enough animations. Fügt richtig coole Animationen hinzu, wenn ihr zum Beispiel eine Leiter hochklettert. Paart sich besonders gut mit dem First Person Model Mod. Not enough crashes. Wenn euer Spiel crasht, landet ihr einfach direkt wieder auf dem Homescreen, statt das Spiel einmal komplett neu starten zu müssen. Niv Spiders macht Spinnen um einiges cooler. Sie können jetzt an Wänden hochkrabbeln. Also die jagen mir wesentlich mehr Angst ein als die normalen Spinnen. Paladins Furniture. Fügt noch mehr Möbel und eine funktionierende Toilette hinzu. Hä? Was mache ich jetzt damit? Drücke ich den Knopf? Tatsächlich. Ha. Cool. Patchouli. Füg kleine Handbücher für viele Mods hinzu. Perfect Birds. Verschiedene Vogelplüschis. Armor Stand Poses. Ihr könnt Armor Stands wie in der Bedrock Edition anklicken und sie wechseln ihre Position. Außerdem haben sie Arme. Auditory. Viele Sachen hören sich jetzt schöner an. Presence Footsteps. Durch die Welt zu laufen hört sich jetzt viel epischer an. Recipe Book is Pain. Macht das Rezeptbuch deutlich übersichtlicher, wenn man viele Mods installiert hat. Sodium Extra. Gibt einem mehr Optionen in Sodium. Solche sowas wie FPS anzeigen. Reese's Sodium Options. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Reese's Sodium Options und Sodium Extra ist. Searchables. Lässt euch zum Beispiel nach Keybinds suchen. Moss Ruins. Fügt kleine Moosruinen hinzu. Schalkerbox Tooltips. Ganz einfach nachschauen, was in jeder Schalkerbox drin ist. Simple Copper Pipes. Fügt Rohre hinzu, durch die man Items leiten kann. Sit. Lässt einen auf Slabs und auf Treppen sitzen. Skin Layer 3D. Verbindet die erste und die zweite Layer vom Skin und macht sie somit 3D. Slideshow. Fügt einen Projektorblock hinzu, wo man ein Bild reintun kann und das wird dann in-game irgendwohin projiziert. Small Ships. Fügt kleine Schiffe hinzu, mit denen man fahren kann. Ich habe aber noch keine Ahnung wie. Gerade kann ich mich nur im Kreis drehen. Snow Real Magic. Schnee hat jetzt Physik. Yay! Snowy Sniffer. Wenn es schneit, bekommt der Sniffer eine verschneite Textur. Sodium Shadowy Path Blocks. Fahrtblöcke haben hier so einen kleinen Schatten am Rand. Sound Physics Remastered. Höhlen hören sich jetzt absolut episch an. Starlight. Ein Performance-Mod, was Licht angeht. Status Effect Bars. Wenn ihr einen Effekt habt, wird durch so eine kleine Anzeige rechts oben angezeigt. Und auch im Menü. Sieht einfach super clean und schön aus. Ich glaube, ich sollte so langsam mal diesen zweiten Hut ausziehen. Jetzt habe ich einen Vogel und einen Hut an. Ich weiß gar nicht, wie ich die immer automatisch anziehe. Stoneholm. Fügt unterirdische Dörfer hinzu. Ich freue mich so sehr darauf, diese ganzen Strukturen zu entdecken. Tidal Towns. Fügt Wasserdörfer hinzu. Ich finde, die haben einfach ein super cooles Design. Als wäre das wirklich einfach ein riesiges Floß. Jakob, Bayer, Mia. Fresh einen Namen habt ihr. Oh nein, die arme Katze, die mögen doch überhaupt kein Wasser. Oh nein, die kommt ja auch nicht mehr raus. Oh du Arme. Kann ich dich hier hochschieben? Klappt das? Es hat geklappt. Ja gut, jetzt bist du zwar auf einem kleinen Fass gefangen, aber dank mir später. Structury. Fügt noch weitere Strukturen hinzu. Zum Beispiel eine verlassene Kirche. Das hat voll den krassen Vibe, sich einfach hier im Regen in diese Kirche reinzustellen. Holy. Supplementaries. Fügt coole Blöcke und sowas hinzu. The Graveyard. Fügt spooky Friedhofstrukturen hinzu. Tiny Item Animations. Wenn ihr ein Item hochhebt, wird das so ein kleines bisschen größer. Nur eine sehr kleine Sache, aber macht richtig viel aus. Toggleable Item Frames. Gibt einem richtig viele Möglichkeiten zu dekorieren. Tree Chop. Ein Baum zu fällen ist jetzt ein kleines bisschen realistischer.
macht besonders bei sehr hohen Bäumen Sinn. Ihr könnt vieles im Menü anpassen. Trinkets. Gibt immer einen extra Slot, wo man noch anderes Zeug reinpacken kann. Braucht man eigentlich nur für andere Mods, wie zum Beispiel Artifacts. Bin schon die ganze Folge mit einem zweiten Hut auf den Kopf rumgelaufen. Unwrecked Ships. Es gibt Schiffwracks in Minecraft, aber keine ganzen Schiffe. Naja, jetzt schon. Villager Converting. Villager, die von Zombies gejagt werden, werden jetzt immer zu Zombie-Villagern. Eigentlich sterben die manchmal einfach, was irgendwie echt lame ist. Plushies, fügt Plüschfiguren hinzu. Villager Transportation. Man kann Villager jetzt auf Kamelen mitnehmen. Und ich glaube auch auf Lamas, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Und um die wieder darunter zu bekommen, muss man sie einfach nur Shift rechts klicken. Yes, da ist der. Oh. Was passiert? Ach, ich trage das Kamel. Lol, das ist ein kleiner Nebeneffekt, der passiert, wenn man die Mods zusammen benutzt. Oh Mann. Wavy Capes. Wenn ihr ein Cape habt, hat das jetzt coolere Animationen. Zoomify. Damit kann man zoomen. Und nochmal zoomen. Ganz langsam, ganz langsam. Meiner Meinung nach mit Abstand der beste Zoom-Mod. Young's Mods. Young hat sich zur Aufgabe gemacht, Minecraft-Strukturen abzugraden. Zum Beispiel die Wüstentempel, Mineshafts, Strongholds und alles mögliche. Sucht einfach nach Young's Mods und wählt das aus, was euch gefällt. Ganz wichtig, standardmäßig werden dann keine von der jeweiligen normalen Struktur mehr spawnen. Dafür müsst ihr im Mod-Menü zum Beispiel Young's Better Desert Temples nehmen, hier rechts oben auf Konfigurieren klicken und dann hier Disable Vanilla Pyramids auf No setzen. Und zu guter Letzt haben wir Resource Packs. Das sind die netten Dinger hier, wenn ihr einmal auf Optionen und dann auf Resource Packs klickt. Und hier seht ihr, es ist eine ganze Menge aktiviert. Ihr könnt das hier so nach oben und nach unten verschieben. Ihr solltet das Ganze auch genau in dieser Reihenfolge aktivieren. Sonst kann ich nicht garantieren, dass das Ganze funktioniert. Wir haben hier einmal die ganzen Basic-Sachen, die gehören nach ganz unten. Und hier beginnt es dann mit den eigentlichen Texture Packs. Wir haben einmal Fragrant Flowers, was für diese buschigen Blumen sorgt. Dann haben wir 3D Bambus-Shoots, was für coolere Bambus-Sprösslinge sorgt. Corality, was für ein bisschen Variation bei den Korallen sorgt. Vanilla Tweaks Sachen sind vor allem für 3D-Texturen, zum Beispiel von der Leiter oder eben hier von der Tür. Die habe ich bearbeitet, nachdem ich sie runtergeladen habe, damit das Ganze alles miteinander funktioniert. Also wenn ihr diese Sachen installieren wollt, die Vanilla Tweaks Sachen, diese 3D-Doors-Sache, dann solltet ihr das von meinem Discord runterladen. Bibliophilia macht absolut wunderschöne Symbole für verzauberte Bücher. Nice Apples fügt so ein kleines Blättchen bei den Äpfeln hinzu. Batteries Plus habe ich auch ein bisschen bearbeitet, dass das Ganze miteinander funktioniert. Im Grunde verbessert das einfach nur ein paar Batterien. Und hier kommen wir jetzt zu den wichtigsten Sachen. A New Perception macht die Natur in Minecraft so viel schöner. Wir haben jetzt kleine Früchte in den Bäumen. Das Gras sieht einfach viel cooler aus. Es gibt diese kleinen Pilze an den Bäumen. Selbst tote Büsche sehen alle komplett verschieden aus. Also ich bin total begeistert von dem Pack. Manche Sachen fand ich dann doch ein bisschen übertrieben. Also das habe ich auch bearbeitet. Wenn ihr genau die Version haben wollt, die ich habe, dann solltet ihr sie auch wieder von meinem Discord-Server runterladen. Dann haben wir Fresh Animations und ein paar von den Extensions. Absoluter Carry. Sieht unfassbar cool aus. Und dann haben wir hier einmal Fresh Moves und Detailed Animations Reward. Das Ganze sind einfach Animationen für den Spieler. Ihr seht, die Laufanimation wurde überarbeitet. Wenn ich sprinte, dann ist das Ganze noch einmal deutlicher. Ihr müsst wissen, ob ihr sowas feiert. Meistens habe ich es aus, aber in manchen Situationen kann das auch cool sein. Ich hoffe, dieses absolute XXL-Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Und ihr habt ein bisschen was gefunden, was ihr ausprobieren wollt. Haut rein, Leute. Ciao.